Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei XCOM, die Classified, the Bro. Wir müssen immer noch zum Outsider vorposten an der Tankstelle, irgendwie. Und der Silver muss da irgendwie eine Ablenkung starten. Hauen wir doch mal rein, wa? Komm ich da rüber? Dann laufe ich halt rum. Mir doch egal. Brauchen wir noch ein bisschen Munition. Ja, die Granaten können wir scheinbar mitnehmen. Jo, das sieht gut aus. Gucken wir uns doch mal den Vorposten hier an. Ich denke mal, das ist aber ein bisschen Durchgang oder so. War da wohl noch eine Mine? Was ist denn das Leckeres? Ein Nuklearwerfer. Für drei Raketen getriebene Geschosse ab, die nach Erfassung eines Ziels beschleunigen. Okay. Gut. Hört sich doch nach einem netten Spielzeug an. Ich will mal an die Spinde rennen oder was das ist. Also es sieht für mich so wie ein Spind aus, aber... Wir müssen in der Nähe ihrer Stellung sein. Hoffentlich ist das Silber bereit. Da brauchen wir wieder ein bisschen Landschaft. Der Silver, wir nähern uns Ihrer Hauptverteidigungsstellung. In Position. Beschäftigt Sie. Ich erledige den Rest. Zeit, sich zu verabschieden. Leben Sie wohl. Leben Sie. Sie auch, Nico. Die werden dafür büßen. Versprochen. Oh! Da ist er mal in die Vollen gegangen, unser Bruder. Das ist unsere Chance. Tja, hatte gleich mal die ganze Tankstelle eingerissen. Die Patrouillen räumen den Turmeingang und die Luftabwehr ist auch tot. Sehr schön. Hier ist auch alles ein bisschen befallen von dem Scheißzeug von den Außerirdischen. Meine, es haben sich schon ein bisschen vom Mass Effect abgeschaut mit den Geth. Ich finde es halt trotzdem einen coolen Look. Das passt mir ganz gut. Ich komme ja mit dem Scharfschützengewehr nie so klar. Ein Kontakt! Ich geh rein! Nimmt meine Aufnahme auf? Ja, tut sie. Kein schöner Tod, würde ich sagen. Ich nehme sie mal wieder mit. Warum auch nicht? Ja, sie haben versucht noch zu evakuieren, okay. Schnell, da vorne. Attack! Haben uns entdeckt. Dann machen wir sie fertig. Das scheint ja bis dato nur Kleinzeug zu sein. Da gucken wir uns das doch mal genauer an. Schicken wir das mal Blob raus. Blob raus! Dann. Was ist denn das Nettes eigentlich? Der ist da los aufbauen! Bauen Sie Deckung auf! Zurück! Sie verteidigen Ihr Schild ist aufgebaut! Die Sektoiden lasse ich mal. Hebe es an! Und Feuer frei! Ändere die Position!
Ja, renn ruhig durchs Bild. Kein Stress. Hierher, zu mir! Wieder da! Mit zurück, Commander! Können wir mal was Interessantes machen? Stimulantien! Aktiviere Stimulantien! Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Impulswelle nochmal durch hier. Stoßwelle einsetzen! Wir treiben sie zurück! Wenn ich mal sehen wollte, wie das ausschaut. Das bringt zumindest einen Teil Schaden. Das ist gut. Granate! Der Schild ist unten! Er ist fast hinüber! Weiter so! Die rücken vor! Was sollen die tun? Ich hau da mal raus, was geht. Ändere die Position. Din. Wird angehoben. Gehen wir mal schön auf den Sektor Boden. Das ist ihr Ziel. Erfasse Ziel. Das muss jetzt nämlich nie sein. Das ist der, was hier nervt. Hab ihn im Visier. Wenn man wissen soll, hätte ich meine Granaten nämlich noch aufgehoben. Die beiden kriege ich, okay. Wir brauchen einen Boost! Stimmt bereit! Und jetzt der Kugelschild. Das war er hier, okay. Schirmen Sie diesen Bereich ab! Und du kannst nochmal Welle machen. Druck aufbauen! Schild ist zurück! Haltet den Druck aufrecht! Ich mach mal ein bisschen Heilung einfach rein. Das ist eigentlich Quatsch. Zurück zu mir! Bin schon da! Ich muss auf Cooldown warten, wenn ich es nicht. Ich gehe rein! Sie kommen näher! Befehle! Ah, wir können wieder Ablenkung starten. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Hallo! Setze Block rein! So, mal zwischen die Beine rumwuseln. Schalten Sie ihn aus! Erfasse Ziel! Auf den da konzentrieren! Schalte Ziel aus! Warum kann ich gerade nicht zielen? Was ist denn hier los? Achso, Knifte leer. Ja, hallo! Hebe es an! Wer ist denn, wenn du mal in das ist der Ziel! Freund? Der gehört mir! Ziel sind alle mir! Ziehen wir weiter! Ja, gut, Glück gehabt. War jetzt doch weniger dramatisch als erwartet. Das war's, Carter. Dann vorwärts. Fliegen Sie Dr. Weir ein. Wir werden ihn brauchen. Bin unterwegs! Erstmal umschauen. Habe doch wieder ganz schön rausgerotzt. Hab wieder ganz schön Munition verbraten. Aber hier liegt hier noch rum. Passt schon. Die Abwurfkapsel lasse ich jetzt mal Abwurfkapsel sei. Wo geht's denn weiter? Na, da geht's wohl hoch. Jo, oh, sieht gut aus. Kleiner niedlicher Supermarkt. Da.
Captain Garner, wir haben ein paar Sachen bei Liefelmann finden können, aber die meisten Nahrungsmittel waren schon geplündert oder verdorben. Jede Viertelstunde mussten wir uns einmal verstecken, um nicht erwischt zu werden. Wir, das sind jetzt nur noch ich und Officer Bull. Nur noch ich und Officer Bull. Die haben auch schon so einen Sprechhaker. Officer Meyer hat sich einfach nur umgedreht und ist zu den anderen rübergegangen, wobei er immer noch diesen verdammten Witz von sich hingemurmelt hat. Immer und immer wieder, wie eine kaputte Schallplatte. Wir sind Meyer gefolgt und haben herausgefunden, wie die Hypnotisierten in den Turm gelangen. Hinter dem Liefelmann-Markt stehen so merkwürdige Kapseln. Die Leute steigen ein und werden von ihnen in den Turm gebracht. Ich bin nicht sonderlich scharf drauf, ihnen auf diesem Weg zu folgen, also werden wir nach einem anderen Weg da reinsuchen. Verdammt schade um Meyer, aber wir konnten nichts für ihn tun. Ich hoffe nur, weder Officer Bull noch ich stecken uns an. Lieutenant Mark Kimsa. Bereitschaftspolizei. Bereitschaftspolizei Palma. Jo. Ja, sonst noch irgendwas Interessantes? Geht's denn wohl hier weiter? Oder hier? Was haben wir da hinten? Ein bisschen Munition oder was? Das hat so geblinkt, das Glas. Ich dachte, da ist was drin. Nix ist. Ist das nochmal ein Schreiben? Jo, Medikamentenwarteliste. Aha. Weiß nicht, ob uns das jetzt weiterbringt. Kein Schimmer. Munition dürfte jetzt eigentlich voll sein. Ja, da ist auch nochmal was zum Lesen. Medikamentenknappheit. An alle Mitarbeiter des Liefelmann-Supermarkts. Ich bin sicher, Sie alle wissen bereits, dass die Grippe-Medikamente bei uns knapp werden. Wir erwarten eine neue Lieferung innerhalb der nächsten 2 Tage. In der Drogerieabteilung wird eine kleine Warteliste ausgelegt, in dem sich die Kunden eintragen können. Ah ja. Sollte sich ein Kunde bei Ihnen beschweren, entschuldigen Sie sich für die Umstände und verweisen Sie ihn freundlich an die Warteliste. Bitte behalten Sie beim Husten oder Niesen immer sorgsam die Hand vor den Mund und waschen Sie sich regelmäßig die Hände. Mir ist klar, dass bei unseren derzeitigen Installationsproblemen nicht ganz so leicht zu bewerkstelligen ist, aber Albert hat mir versichert, dass er sie schon bald in den Griff bekommt. In der Zwischenzeit werden wir Ihnen Flaschen mit destilliertem Wasser zur Verfügung stellen. Wie schon mein Vater immer sagte, wir bei Liefelmann kümmern uns um unsere Leute. Freundliche Grüße, PJ Liefelmann, Markt. Leiter, Liefelmann Supermarkt. Jo, das scheint wohl ein Familienunternehmen zu sein. Mut ist voll. Also das da. Da ist der Hubschrapp. Uir ist tatsächlich da und ist tatsächlich sogar bewaffnet. Konnte ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Sehen Sie sie an. William? Und das sind so diese Transportkapseln. Willkommen an der Front, Doktor. Danke. Ich bin gespannt darauf, was in dem Turm ist und diese Mosaikbotschaften aus der Nähe zu studieren. Doc, wenn das hier nichts bringt, dann... Die Forschungsergebnisse allein werden uns einen enormen Vorteil bringen. Zum Teufel mit ihren Forschungen. Gute Männer starben auf dem Weg in den Turm. Wenn wir keinen Weg finden, zurückzuschlagen, mache ich sie persönlich dafür verantwortlich. Verzeihung, Agent Carter, ich wollte nicht... Sparen Sie sich das. Sorgen Sie lieber dafür, dass dieser Einsatz was bringt. Das hier verleiht uns die Chance zum Gegenschlag. Für alle, die wir verloren haben. Was ich ein bisschen doof finde, ist, er hat nicht mal irgendwie so einen Handschuh oder sein Pack dabei. Muss ich da drin den Babysitter für Sie spielen? Ich habe im Pazifik gekämpft, mit der 9. bei der Befreiung von Borneo. Ich weiß, eine Langwaffe zu bedienen. Gut zu wissen, aber bleiben Sie hinter mir. Sie sollen uns unterstützen, nicht kämpfen. Genau das habe ich vor. Was erwartet uns eigentlich da drin? Der Turm wird vollständig von Mosaik kontrolliert. Aber ich denke, ich kann mich reinklinken. Oder damit reden. Wie soll ich sagen? Mosaik spricht mit jedem, der zuhört. Sie reden, als wäre das ein lebendes Wesen. In gewisser Weise ist es das auch. Es kennt keine Gefühle, aber verfügt über eine extrem komplizierte künstliche Intelligenz.
die jedem gehorcht, der dem Netzwerk die richtigen Befehle sendet. Intelligenz? Es kann denken? In den Grenzen seiner Programmierung, ja. Mosaic ist eine Maschine, mehr nicht, aber eine von faszinierender Komplexität. Wie kommen wir rein? Nachdem ich Mosaic studiert habe, denke ich, ich könnte mich reinhacken. Vielleicht sogar Teile des Systems kontrollieren. Wenn Sie falsch liegen, wird's eine kurze Reise. Wenn ich falsch liege, waren fast 10 Jahre Forschung umsonst. Und die Hypnotisierten? Keine Ahnung. Zwangsarbeit vielleicht? Umerziehung? Die Möglichkeiten sind unschön. Na toll. Na gut. Wir holen uns einen Transponder und verschwinden. Sie wissen ganz sicher, wo der ist? Mosaic überträgt seine Botschaften durch ein Vangate in diesem Turm da. Dem Feindagenten zufolge sollten wir auf einem der Schiffe dort einen Transponder finden. Wenn er nicht gelogen hat. Ich suche mir ein Terminal und lege die Verteidigung lahm, sodass sie die Andockstation finden und einen Transponder adaptieren können. Falls ich alles korrekt erfasst habe. Besonders sicher scheinen Sie sich ja nicht zu sein. Wissenschaft ist nie exakt. Tja, dann. Los geht's. Kommen Sie, William. Ja, ich würde aber sagen, los geht's dann im nächsten Part, Leute. Auch wenn er hier wie ein Wahnsinniger vorrennt. Verstanden. Was war das hier? Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es denn heißt XCOM Declassified The Bureau. Haut rein, Leute. Ciao.